Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baphomets Fluch 3. Okay, fragen wir die Politesse, ob sie etwas gesehen hat von einer Blondine. Bonjour. Ja? Es ist eine Blondine. Haben Sie vorhin eine blonde Frau hier vorbeirennen sehen? Ja, ungefähr ihre Größe, muskulös, Schuhgröße 36 oder 37 und ich glaube, sie war keine Französin. Erstaunlich. Nein, nicht erstaunlich. Nur Übung. Übung? Tut mir leid. Mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Dankeschön. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Okay. Gut, wir wissen jetzt ein bisschen mehr über die Beschreibung der Attentäterin. Jetzt ist nur noch die Frage, ob die anderen auch irgendetwas gesehen haben. Hallo. Oh, hallo, schöne Frau. Eine Blondine gesehen? Ich suche eine blonde Frau. Ich auch. Du bist ein witziger Kerl. Ich geb mir Mühe. Aber im Ernst, hast du nicht gesagt, du suchst eine dunkelhaarige Frau? Hab ich das? Jetzt hast du mich verwirrt. Ich weiß. Diese Wirkung habe ich auf alle Frauen. Ich habe überhaupt keine rennenden Frauen gesehen. Die meisten Weiber bleiben stehen, wenn sie sehen, was ich mit dem Board alles kann. Okay. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Gut, was weiß sie? Guten Tag, Madame. Ha, Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Haben Sie zufällig eine blonde junge Frau gesehen? Und ob? Ein mageres Ding, wie Sie. Danke. Wo ist sie hingegangen? Sie stieg in einen Sportwagen und fuhr weg. Wissen Sie zufällig noch die Automarke? Wofür halten Sie mich? Einen Automechaniker? Da müssen Sie schon jemand anders fragen. Nur noch eins. Ihr Mann, Alphonse, ist er auch hier? Nein. Ich dachte, vielleicht hat er irgendwas gesehen. Kaum. Wieso? Er hat mich vor 20 Jahren verlassen. Durchgebrannt. Mit einer Sängerin? Erstaunlich. Woher wissen Sie das? Och, nur geraten. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Au revoir. Okay, au revoir. Die Steuerung manchmal. Gut, ein Flitzer. Das bedeutet, vielleicht hat sie etwas gesehen. Bonjour. Ja? Okay, Sportwagen. Haben Sie vorhin einen Sportwagen gesehen? Ich sehe im Laufe des Tages viele Sportwagen. Wenn ich Einzelheiten wüsste, könnte ich Ihnen helfen. Haben Sie vorhin einen Sportwagen gesehen? Ich sehe im Laufe des Tages Sportwagen. Verstehe. Wenn ich Einzelheiten wüsste, könnte ich Ihnen helfen. Eine Blondine war drin. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Aber der Junge könnte etwas wissen. Gut, aber wenigstens jetzt kommen wir ein bisschen in Fahrt. Ey, Kleiner. Hallo. Oh, hallo, schöne Frau. Du hast nicht zufällig einen Sportwagen in der Gegend gesehen, oder? Meinst du den roten Jaguar E-Type? Ja. Wieso ist er dir aufgefallen? Ich bin früher sowas Ähnliches gefahren. Hast du dir zufällig die Nummer gemerkt? Ich mag nur ganz bestimmte Nummern. Und ich spreche nicht von Schuhgrößen. Trotzdem vielen Dank. Ich hoffe, du fängst den Mörder. Das werde ich. Gut. Ciao. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Okay, ein... Router, blablabla, E-Type. Oder so. Mann, ist mein Namensgedächtnis sowas von scheiße. Bonjour. Ja? Haben Sie den Jaguar E-Type gesehen, der vorhin hier war? Jaguar. Ja. Ich glaube, er gehörte der Mörderin. Und da sagt man, Verbrechen lohnt sich nicht. Was können Sie mir darüber sagen? Er war falsch geparkt. Ich habe ein Knöllchen ausgeschrieben. Großartig. Haben Sie die Autonummer? Natürlich. 451 CAC 75. Danke. Können Sie mir sonst noch was über den Wagen erzählen? Mhm. Wissen Sie was? Auf dem Beifahrersitz lag eine Maske. Eine Maske? Meinen Sie eine Spielzeugmaske? Nein, eine alte Maske, so wie die, die man im Theater trägt. Merci, Madame. Sie waren eine große Hilfe. Unter Profis hilft man sich doch gern. Natürlich.
Klingt, als sei die Polizei auf dem Weg hierher. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie unser kleines Gespräch für sich behielten. Sie verstehen doch. Klar. Wir wollen ja nicht, dass Ihre Tarnung aufliegt. Genau. Übrigens, für wen arbeiten Sie eigentlich? Kann ich Ihnen vertrauen? Natürlich. Demnächst werden wir von Aliens angegriffen. Wir bereiten uns auf den Kampf gegen sie vor. Sie können sich uns anschließen, wenn Sie wollen. Und das ist, sehr nett von Ihnen, aber ich muss jetzt gehen. Au revoir. Was ist los? Hier hat's einen Mord gegeben. Wir vernehmen jeden, der sich in der Nähe aufhält. Wie heißen Sie? Nicole Collard. Das ist die Frau. Bitte kommen Sie mit. Okay. Und das ist? Na los, antworten Sie. Nicole Collard. Aha, die Frau, mit der er verabredet war. Ich glaube, die ist C-Chef. Soll ich ihr die Zunge lösen? Noch nicht. Ihren Ausweis, bitte. Mein Presseausweis. Eine Journalistin. Typisch. Haben Sie Probleme mit Journalisten? Nur mit der feigen, lügenverbreitenden Sorte, die überall dazwischen funken. Dann stecke ich wohl in der Patsche. Das ist die Mörderin, Monsieur. Sperren Sie sie ein, bevor sie uns alle umbringt. Beherrschen Sie sich, Madame. Ich führe hier eine Untersuchung durch. Und Sie machen großartige Fortschritte. Woher kannten Sie den Toten? Er rief bei meiner Zeitung an. Er wollte sich mit mir treffen. Warum? Irgendein Unsinn über das Ende der Welt. Warum haben Sie ihn umgebracht? Das habe ich nicht. Aber Sie geben zu, dass Sie hier waren. Er war schon tot, als ich eintraf. Ich bin durchs Schlafzimmerfenster gestiegen. Die Mörderin war noch da. Und? Wir haben dort gekämpft, in der Küche. Dann rannte sie die Feuertreppe hinunter und ich habe sie verloren. Da sind tatsächlich Spuren eines Kampfes. Inspektor... Ja? Okay, es ist... Ich habe diese dunkle Perücke gefunden. Hier ist die Perücke, die die Mörderin trug. Die nehme ich als Beweisstück an mich. Wo haben Sie sie gefunden? Hinter der Mauer, gegenüber vom Hintereingang. Ich verstehe, wie schrecklich. Man will Ihnen was anhängen. Das ist richtig, Inspektor. Das ist die Mörderin. Ich habe sie genau gesehen. Okay, ich bin Nico Collage. Woher wussten Sie, dass Vernon mit mir verabredet war? Ihre Nachricht war auf dem Anrufbeantworter. Ah, okay. Sie ist mit einem Sportwagen weggeflitzt. Ich habe das Kennzeichen des Wagens, in dem die Mörderin entkam. Meine Güte, sind Sie hilfreich. Sind Sie auch wirklich Journalistin? Wollen Sie das Kennzeichen oder nicht? Also gut. 451 CAC 75. Danke. Okay, und sie ist eine Blondine. Die Frau, mit der ich gekämpft habe, war in Wirklichkeit blond. Die Nachbarin sagt, sie hatte dunkles Haar. Ich habe Ihnen die Perücke schon gegeben. Immerhin etwas. Okay, und Vernon Blier? Haben Sie eine Ahnung, warum er umgebracht wurde? Nein. Vielleicht wollte man verhindern, dass er mit mir spricht. Nicht jeder hat eine so hohe Meinung von Journalisten, Mademoiselle. Okay, sonst noch etwas? Nee. Kann ich jetzt gehen? Lassen Sie sie nicht entkommen! Die Beweislage ist deutlich genug, Mademoiselle Collard. Sie sind verhaftet. Führen Sie sie ab. Mit Vergnügen, Chef. Okay, jetzt sind wir wieder Josh. Okay. Hören Sie mich? Können Sie sprechen? Wer sind Sie? Freund. Ja? Freund. Ja, richtig. Ich bin Ihr Freund. Gefahr. Was? Die Welt ist in Gefahr. Susarro. Wer ist Susarro? Bloß ein paar Sekunden länger und er hätte mir viel mehr sagen können. Armer Kerl. Okay, dann untersuchen wir ihn mal. So etwas konnte ich blind. Tatsächlich machte ich es meistens so. Ich fand nichts, außer seinem Ausweis. Scholl Mondeli, der Mann, den ich hätte treffen sollen. Scholl Mondeli war mausetot. Erschossen. Armer Kerl. Ich konnte sonst nichts für ihn tun. Okay, okay. Was haben wir sonst noch hier? Es sah aus wie ein riesiges Omega-Zeichen. Und in der Mitte war eine Art Schlitz.
nichts geschah. Okay, was haben wir sonst noch so? Oh. Die Werkbank war ein einziges Chaos. Aber ich war nicht um die halbe Welt geflogen, um über die Schlamperei anderer Leute zu meckern. Gute. Mitten in dem Durcheinander lag eine Postkarte. Sie kam aus England, aus einem Ort namens Glastonbury. Unterschrieben war sie mit Bruno. Bruno. Und was noch? Eine Lupe? Auf den zweiten Blick fand ich eine Lupe. Plötzlich war ich 5 Jahre alt und wieder in Kalifornien. Ich zündete gerade den Sonnenhut meines Vaters an. Sonst gab es nichts von Interesse. Okay, gut. Ein paar Umzugskartons. Anscheinend wollte jemand schleunigst hier verschwinden. Gut möglich. Sie waren in höchster Eile gepackt worden. Sie enthielten nichts, was ich hätte gebrauchen können. Aha, das kommt noch. Okay. Der alte Trick mit der Druckplatte, wie? Ah, okay. Es sah nicht besonders gemütlich aus. Jetzt war nicht der richtige Moment für ein Nickerchen. Ja. Ganz klar, ganz klar. Okay, hier rüber. Und stoßen und stoßen. Stück für Stück nach vorne. Genau. So, das sollte reichen. Und... Aha. Ich steckte meinen Finger in das Loch. Nichts geschah. Natürlich nicht. Das ist an der Wand war eine Art Gehäuse. Es hatte ein Loch in der Mitte. Das ist doch mehr ein Hebel als... Also für einen Hebel gedacht. Okay, was haben wir hier? Wahnsinn! Er hat das Ding also tatsächlich gebaut. Ob ich es wohl zum Laufen bringen konnte? Die Maschine stotterte wie ein Motor, dem der Sprit ausgeht. Der Hebel war irgendwie mit den Gaszylindern verbunden. Dann zieh! Au. Ich hatte Aufmerksamkeit erregt. Aber waren das die Guten oder die Bösen? Also ich habe kein Wort verstanden, aber... Gaszylinder. Die Zylinder waren an die Maschine des Erfinders angeschlossen. Der Hebel war durch die Explosion losgerissen worden. Ich nahm den Hebel. Sehr gut. Die Tür war von der anderen Seite verschlossen. Ah, das erkennt er an was auch immer. Die Fenster waren zu klein, um so zu entkommen. Dies war wohl kaum die hiesige Fußballmannschaft. Meine lieben Freunde, beruhigt euch. Eure irrationale Angst vor dem Tempel wird allmählich lästig. Nicht vor dem Tempel, Monsieur, sondern vor den Göttern da drin. Sie haben sie geärgert. Das ist ein böser Ort. Wir werden alle sterben. Welch tiefe Einsicht, mein Bester. Je eher deine Kollegen das abgestürzte Flugzeug durchsucht haben, desto eher können wir fortgehen. Ja, Monsieur Susaro. Susaro. Okay. Das war also Susaro. Draußen wartete noch immer das Begrüßungskomitee. Okay, sonst... nichts. Aha. Ah. Aber... Nee. Ich steckte meinen Finger in das Loch. Nichts geschah. Ja, das war typisch. Der Stab sah aus, als hätte er die passende Größe für das Loch. Cool, er passt. Ja, und jetzt ziehen. Ah,
Was sollte das? Jetzt war sie endgültig kaputt. Sie war völlig zerstört. Aha. Okay. Jetzt war nicht der richtige Moment für ein Nickerchen. Ja, das ist klar, aber... Das war keine besonders gute Idee. Okay. Das Vergrößerungsglas war ein Prachtstück. Die Postkarte zeigte ein nostalgisches englisches Dorf. Auf der Rückseite stand eine Nachricht. Musste Paris eilig verlassen. Schlage vor, sie tun dasselbe. Susarow weiß über sie Bescheid. Ihr Freund Bruno. Dem Poststempel nach war die Karte in einem Ort namens Glastonbury abgeschickt worden. Okay, gute Infos. Der Ausweis gehörte Cholmondeli, dem toten Erfinder. Gut, kombinieren wir mal Sachen. Gut, bringt nichts. Offene Bierflasche. Das Bier sah billig aus und es war warm. Das Vergrößerungsglas war ein Prachtstück. Okay, geht nicht. So. Geht auch nicht. Gut, dann... Keine Ahnung. Was passiert, wenn wir hier rausgehen? Ich glaube nicht, dass das etwas bringt. Wir müssen, glaube ich, drinnen etwas erledigen. Okay, und ich glaube, das da ist die Kammer zum schlafenden Drachen. Zumindest wäre das nur logisch. Okay, der Hebel hat bewirkt, dass es nicht mehr runtergeht. Gut. Dann können wir das rüberschieben. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Genau das. On top. Noch ein Stück, noch ein kleines Stück. Du schaffst es. Okay, gut. Rauf mit dir und auch hier rauf. Auf einem schmalen Sims war ein Vogelnest. Ich kam aber nicht ran. So sehr ich es auch versuchte, ich kam nicht an das Nest ran. Okay, well. Gut. Dann gehen wir mal hier rüber und kommen da raus. Aha. Oh, ah, da. Da, gut. So, runterfallen lassen und jump. Oh, wir sind draußen. Aus dem Augenwinkel entdeckte ich eine vertraute Gestalt. Harry hatte es also doch geschafft. Es war eine steinerne Statue. Die Rückseite war hohl. Darin waren die Überreste eines Feuers. Das verkohlte Holz wollte ich dort nicht wegnehmen. Nein, aber du willst mit der Lupe etwas machen. Ah, verdammt, falsche Taste. Das Holz schwelte ein bisschen, aber es wollte nicht brennen.
Ah, so. Das würde ich auf keinen Fall tun. Ah. Ich hatte keinen Grund, das zu versuchen. Ich dachte wegen Alkohol und so. Okay, dann müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen Gestrüpp finden. Ernsthaft? Das Vogelnest? Du Monster, du. Das arme... Und die armen Vögelein, die da... Die da drin leben. Oh. Ah. Stimmt, stimmt, stimmt. So. Oh. Okay, jetzt geht's weiter. Mhm. So. Dann werfen wir... Das war nicht besonders realistisch. Nein. Aber vielleicht damit? Das war nicht die richtige Herangehensweise. So sehr ich es auch versuchte, ich kam nicht an das Nest ran. Ja, okay, dann nur noch die Flasche. Das war nicht die richtige Herangehensweise. So sehr ich es auch versuchte, ich kam nicht an das Nest ran. Das war keine besonders gute Idee. Okay. Ah, falsche Taste. Gut, können wir das... Ah, wir können... Ich zog den Stab aus dem Loch in der Wand. Gut, rauf mit dir und nochmal rauf. Boah, hätte ich wissen sollen, dass man den Stab nochmal braucht. Damit war es geschafft. Oh, und sie haben einen Vögel. Gut, dann zischen wir ab. Oh, und wir werden da es auch noch verbrennen. Der Typ ist wirklich ein Monster. Aber wir müssen es machen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wir spielen ja Georgie Boy, der Bösartige. Gut. Okay, hier drin und Vogelnest. Rinder. Das würde mir als Anzünder dienen. Sehen Sie doch, Monsieur! Das Böse! Es ist da! George, schnell hierher! Ihr Idioten, es ist nur ein Trick. Kommt sofort zurück. Ah. Tötet sie! Los, Harry, wir müssen hier verschwinden. Hab ich alles längst geplant, Kumpel. Während der verrückte Australier mir das Leben rettete, wurde mir eines klar. Ich würde nicht nach Idaho ins Büro zurückkehren.
Ich hatte genug von Patenten. Nein, ich würde nach England gehen, um den geheimnisvollen Bruno zu suchen. Glastonbury, England. Um kaum einen anderen Ort der Welt ranken sich mehr Legenden und mystische Erzählungen. Angeblich ist Josef von Arimathea aus dem Heiligen Land hierher gereist. Und zwar nicht, um überteuerte Kristalle zu kaufen. Irgendwo zwischen all dem New Age-Hokuspokus war ein Mann namens Bruno. Und ich würde ihn finden. Gut, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.